Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel mit einem Blick hinter die Kulissen. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Kristallkugel machen wollte, aber nee, dann ist vielleicht morgen der bessere Tag dafür. Ich schaue jetzt einfach nochmal aufs Otto-Team und ich muss dem Zapunzel-Team, ne, alle, die Teil meines Kollektivs sind, ein riesengroßes Kompliment machen. Wir hatten jetzt ein paar Tage der Prüfung und der Testung. Und siehe da, ihr habt da so super und souverän und liebevoll darauf reagiert, den Otto sofort durchblickt. Ich weiß, ich kann jetzt nicht alle hier ansprechen, aber es sind halt doch einige immer auch privat um mich herum. Und ja, das wird dem Otto den Weg leuchten. Und ich habe das gestern irgendwie auch einigen Leuten erzählt oder gesagt und einigen ist das sowieso schon bewusst. Es ist ja alles mit allem verbunden und indem du deine Schwingung erhöhst, erhöhst du die Schwingung im Kollektiv. Das ist ja auch das, was ich irgendwie jeden Tag versuche, jede Sekunde, jede Stunde, die ich irgendwo so verbringe, in der bestmöglichen Schwingung zu bleiben. Weil davon partizipiert das Kollektiv, dadurch geht das Kollektiv vorwärts. Der Otto auf der anderen Seite ist sich seiner Verantwortung auch blitzartig bewusst geworden. Also es lässt hoffen, dass das ganze Otto-Team jetzt so langsam den ordentlichen Schub bekommt, den es braucht, um endlich die Schritte zu machen, die noch nötig sind, um das Leben halt miteinander wuppen zu können. Und ich fange jetzt aber mal an und möchte einfach gucken, wie ist es denn bei Otto? Was geht ihm gerade so durch die Gedanken? Ja, er ist ja ein Mensch des Zweifels. Das ist ja so sein altes, reflexartiges Muster, immer alles anzuzweifeln. Nein, deine Liebe zweifelt da vielleicht mittlerweile nicht mehr an, aber vielleicht dann doch, dass da mal wieder irgendwas schief gehen könnte. Was wäre denn, wenn du jetzt morgen am Tag umkippen würdest und nicht mehr existieren könntest? Was würde denn dann aus ihm werden? Also so ein Stück weit schiebt er immer noch seine Altlasten in deine Richtung. Das ist aber notwendig, weil du kannst dadurch überprüfen, wie stabil du eben einfach schon bist. Er ist aber jetzt heute dabei, sich von diesem Bedürfnis zu lösen, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Denn entscheidet sich für die Liebe. Ich werde mich darin üben, das Gute in allem zu sehen. Ne? Vielleicht hast du es ihm auch vorgemacht. Vielleicht hast du ihm auch einfach vorgemacht, dass nicht immer alles dunkel sein muss, sondern, ne, das war ja die Seite Dunkelheit Otto, die Seite Licht für Engelchen. Und der Weg ins Licht ist auf dem Weg. Wie soll ich das sagen? Ja, er entscheidet sich halt für das Gute, für das Licht und nicht mehr für die Dunkelheit. Wie ist denn seine Energie für die nächsten 24 Stunden? Schaut sich seine Ängste nochmal ganz genau an. Vielleicht muss er auch nochmal ein Stück weit da durch. Kann auch passieren, dass er ein bisschen neidisch ist, weil du vielen Dingen einfach nur noch ein Lächeln schenkst. Ne, viele haben wirklich gelernt, wenn es irgendwo was gibt, was unkomfortabel ist, dann ändert man einfach die Einstellung und die Perspektive und widmet sich dann wieder Dingen, die halt erfreulicher sind. Er ist aber auch dabei, seine Intuition mal wieder in Anspruch zu nehmen, weil er will ja eigentlich auf die Sonnenseite im Leben. Und er will auch eigentlich seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Und auf der Karte der Mond ist halt ebenfalls die Sonne zu sehen. Und ich denke da sofort an Yin und Yang. Also der möchte, dass das Weibliche, das Männliche irgendwo vereint werden. Ich könnte mir vorstellen, der denkt heute auch viel über den Seelenpartnerprozess nach. Auch wenn das so Themen sind, die er gerne mal an die Seite schiebt. Aber so richtig will ihm das
in der letzten Woche schon nicht gelingen. Was erfahre ich noch über ihn? Liebeskummer hat mal wieder Liebeskummer. Das heißt, er ist voll im Vermissensmodus. Du wirst das auch spüren. Der wird immer häufiger um die Ecke kommen, weil der deinen Support, deine Hilfe, deine Unterstützung braucht. Nicht in Form von materiellem vielleicht, sondern einfach, der möchte deine Art zu denken erfahren. Der möchte einfach wissen, was in dir vorgeht. Der möchte wissen, wie er lernen kann, dass das Leben einfach leichter wird, obwohl er es eigentlich schon in sich hat. Diese Leichtigkeit ist ja eigentlich schon in ihm. Er macht es sich nur kompliziert, wenn er sein Hirn mit schweren Gedanken füttert. Ja, wir fangen mal an mit der Legung. Ich wüsste einfach gerne, mit meinen Kärtchen, was geht ihm denn so durch den Kopf? Was beschäftigt ihn? Die erste Karte ist das Gemeinsam. Er weiß, dass wenn er in so komischen Situationen ist und er hoddelt sich da alleine durch, dass er dann auch wieder auf die Füße kommt. Aber in vielen Fällen ist es so, dass er gemerkt hat, wenn er den Weg zu dir sucht, nicht weil du ihm da Ratschläge gibst und auch nicht, weil du da der Lehrer bist auf seiner Seite, sondern weil er einfach vielleicht Dinge über dich erzählst, wie du Dinge erfahren hast, einfach eine Ausstrahlung hast, die ihn da schon irgendwo besänftigt. Er hat für sich erfahren, gemeinsam ist es besser, als den Einzelkämpfer zu markieren. Und er ist ja auch schon ein gutes Stück in die Heilung gekommen, ist aber gerade immer noch in so einem Heilungsprozess. So ein Prozess ist nicht in 1,5 Tagen getan. Und da wir jetzt hier fast in Richtung 6.000 Menschen gehen im Kollektiv, dafür bin ich auch sehr dankbar, ist das klar, dass sich hier die Legung ein bisschen zieht. Das mit der Transformation erzähle ich jetzt ja schon ein paar Tage. Aber dass er diese Union im Blick hat, das ist ihm eben auch bewusst. Und ja, es wird nicht jedem Otto bewusst sein, dass er Teil eines Kollektivs ist. Aber würde jeder Otto dieses Bewusstsein haben, wird er vielleicht eher für die anderen Menschen kämpfen als für sich selbst, wenn er versteht, wie ich das meine. So, dann seine Herzensebene. Da holpert es ein bisschen. Die kamen ein bisschen krumm gesprungen. Ach, jetzt habe ich da noch mehr raushüpfen lassen, als nötig gewesen wäre. Ihr wisst es, das Ding hat andere Karten zu bieten. Er möchte mit dir gemeinsam Pläne machen oder er bezieht dich in seine Pläne mit ein. Ja, natürlich, ne, kommt immer noch mal der Umweg über die Leidenschaft, aber das ist für ihn einfach eine Bestätigung, bist du bereit, alles für ihn zu tun, ob der gerade danach ist oder nicht. Ja, wenn es wirklich Liebe ist, dann ist ja diese körperliche Anziehungskraft eigentlich jederzeit vorhanden. Wenn es, ne, so eine Seelenliebe ist. Das kann ja nicht verpuffen, nur weil du gerade Stress hast oder so. Dann liegt es an dem Stress, aber nicht an deinem Partner. Und er braucht da manchmal diese Beweise, ob du ihm wirklich noch treu zur Seite stehst. Er ist da gerade auf der Herzensebene dabei, sich zu reinigen. Und wenn er mit dir zusammen sein kann, dann sind das für ihn wahre Glücksmomente. Seine nächsten Schritte. Da wird schon wieder Austausch stattfinden. Wenn er unruhig ist, könnte bei einigen jetzt nochmal passieren, dass er irgendwo so ein bisschen flatterig um die Ecke kommt.
dann hilft ihm eure Verbundenheit, sich wieder zu setteln. Also, ach, ich rede so viel Englisch, tut mir leid, du kommst mir hier so angeflogen. Sich wieder zu. Wir kommen x englische Worte gerade angeflogen. Sich wieder zu erden, so heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ja, hier möchten auf jeden Fall Nachrichten in deine Richtung kommen. Otto ist im Erwachungsprozess. Es ist echt gerade ordentlich was los. Er möchte sich von seinen Fesseln befreien und hier wirklich ein neues Kapitel aufschlagen. Auch das sage ich schon seit 2 Wochen. Aber es dauert halt eine Weile, bis man wirklich in seine Stabilität kommt. Manche Menschen arbeiten da ein Leben lang für und es ist halt ein Prozess, der unendlich anstrengend und manchmal auch erschöpfend ist. Ich lasse das an dieser Stelle einfach mal so stehen. Wenn ihr Glück habt, benutze ich morgen das Kügelchen. Ich hoffe, dass ihr weiterhin so stabil bleibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren und lasst liebe Grüße da.